Hallo zusammen, das ist der Henrik Bern. Ich bin mit meinem neuen Album Black and White im Music Talk beim lustigen Alex. Und wir schnurren jetzt gerade über das neue Album. Beim lustigen Alex? Warum beim lustigen Alex? Hallo, lustiger Henny. Ja, es ist ja wirklich lustig. Wir haben es immer lustig zusammen. Willkommen, liebe Freunde von hitparade.ch, DMD2, ProducersTune und auch trespass.ch. Neuerdings werden wir auch gelinkt. Also jede Menge gute Plattformen, so glauben wir, für Schweizer Musik zu fördern. Und das hat ja nicht zuletzt Henrik Belden sehr verdient. Ja, ich hoffe es doch, ja. Es ist schön, dich wieder mal zu sehen. Das letzte Mal haben wir ein bisschen gefroren, erraren, gell, weißt du noch? Ja, weiss ich noch, ist noch der Hund gekommen während dem Live-Song und das Flugzeug, das oben durchgeflogen ist. Und genau. Etwa 6 Grad oder so. Ja, genau. Es ist frisch gewesen. Aber wir haben so, das wäre 18 Grad oder so. Ja, genau. Jetzt tun wir, wie wenn es etwa 22 wäre, aber das ist wirklich die Wahrheit. Wir sind hier bei uns im gemütlichen Studio und du hast Zeit gehabt, schnell bei uns vorbeizukommen. Merci vielmals schon jetzt für den Besuch. Sehr gerne. Du bringst, wie du hast angekündigt schon, dein neues Album. Ist es jetzt das fünfte eigentlich? Das ist das fünfte. Das fünfte Album, es heisst Black and White. Das letzte Mal war Head Over Heels. Genau. Mit dem Meer oben und du auf dem Rittig-Plampi, glaube ich. Genau. Und jetzt kommst du mit Black and White. Gut 2 Jahre ist es her. Ja, mit 2/3 Viertel. 2/3 Viertel, ja. Mir ist aufgefallen, in den Liner Notes von deiner CD schreibst du «Danke, dass ihr so lange habt gewartet, glaube ich, deinen Fans, dass ihr so lange habt Geduld gehabt, oder deinen Musikern». Mir ist aufgefallen, dass du irgendwie etwas darüber hast geschrieben, dass du das selber findest, dass es lang ist gegangen. Ja, wir haben natürlich schon vor einem Jahr mal davon geschrieben und geredet gehabt, vom neuen Album zu produzieren. Und es ist ja doch jetzt Mai geworden, bis wir es produziert haben. Und wir konnten ein bisschen annehmen, dass es vielleicht schon im Frühling kommt. Das war eigentlich auch mal der Plan gewesen. Und jetzt ist es halt gleich Herbst geworden. Und, aber meine Musiker mussten ein bisschen Geduld haben. Ja, genau. Und die Leute, die auf das Album gewartet haben, auch. Aber jetzt ist es ja da. Genau. Und warum ist es ein bisschen länger gegangen? Hat es sich einfach als komplizierter herausgestellt, zu produzieren? Oder hat es andere Prioritäten gegeben im Leben oder so? Ja, es hat verschiedene Gründe. Ein Grund ist sicher der, dass ich nach dem letzten Album, das für uns eigentlich ein relativ grosser Erfolg war, mit Charts und vielen Konzerten und grossen Tour, bin ich ein bisschen müde gewesen. Habe gemerkt, die Energie fehlt ein bisschen. Und ich habe dann auch verschrieben, habe ein neues Album schreiben. Und habe 2-3 Songs gehabt. Und dann habe ich gemerkt, das ist irgendwie nicht genug gut. Das entspricht meinem Anspruch nicht. Aha. Und ich habe immer gesagt, ich mache es richtig oder gar nicht. Und dann habe ich die Gitarre auf die Seite gestellt, 2-3 Monate. Und dann habe ich nicht gewusst, ob ich ein Album mache. Dort habe ich wirklich zeitweise wirklich gerübelt, ob ich die Energie nochmal aufbringen will, nochmal aufbringen kann. Ja. Und dann habe ich dann irgendwann nach 2-3 Monaten habe ich wieder verschrieben. Und dann ist, Gott sei Dank, ist das Feuer zurückgekommen, die Leidenschaft zurückgekommen. Und dann ist es dann doch relativ rassig gegangen. Und dann haben wir mal 18 Songs oder so gehabt. Okay. Ja, und darum hat es ein bisschen länger gedauert. Aber ich glaube, wenn ich weitergeschrieben hätte an dem Zeitpunkt, wo ich es nicht gut gefunden hätte, dann wäre es ein richtig scheiß Album geworden. Und das wäre mir nicht geholfen. So, und so irgendeinen Plattenvertrag zu erfüllen, so wie der Prinz irgendein ist. Genau, ja. Ja, genau. Der Prinz hat einfach noch den Vorteil gehabt, dass er irgendwie noch 300 Songs hat auf Alten. Und dass es dann gleich noch recht gut war. Ja gut, also es wäre sicher bei dir auch nicht so schlecht gewesen. War das eine Art Schreibblockade gewesen, würdest du sagen? Oder mehr so ein Motivationstief oder so? Ja, das Motivationstief ist es glaube ich nicht, aber ich glaube, wir haben in 8 Jahren 4 Alben rausgebracht, mit über 200 Konzerten gespielt, immer unterwegs gewesen. Ich habe das grosse Privileg, dass ich von dem leben darf. Und trotzdem, du bist in den Charts, spielst viele Gigs und so und gut deutsch gesagt, ist das Konto nachher gleich immer auf Null im Monat und die existenzielle Angst oder der Druck, den man hat, die ermüdet natürlich auch und jetzt mit 2 Kindern daheim und so überlegt man sich gleich immer, okay, du bist sehr wenig daheim, du schaffst extrem viel, du bist viel unterwegs und am Schluss bleibt nicht viel übrig. Ja, und das ist mir nie primär ums Geld gegangen. Also, aber es ist einfach der Punkt gekommen, wo es dann auch von der Musik her nicht gestimmt hat für mich und dann habe ich einfach müssen sagen, okay, so lohnt sich das nicht für mich, emotional wie jetzt auch finanziell, sage ich mal. Und nachher ist das Feuer wieder gekommen und dann habe ich gewusst, ich muss es machen, weil das ist das, was ich für mein Leben gerne mache, das ist meine Leidenschaft. Und dann war gar keine Diskussion, das zu machen. Aber jetzt schaffst du natürlich gleich immer noch sehr viel und am Schluss bleibt immer noch nicht viel mehr übrig auf dem Konto, oder? Ja, es ist natürlich so. Also, wir haben das grosse Glück, dass wir immer noch CDs verkaufen und die Leute zu unseren Konzerten kommen. Für das bin ich sehr dankbar. Und es ist eben, der
Mensch 2016 gerade in der Schweiz ist nicht gerade der, der jetzt Musik kauft. Ja. Also es ist absurd, dass es wird so viel Musik konsumiert 2016 wie noch nie. Und es wird so wenig Musik verkauft 2016 wie noch nie. Und das ist schon sehr, sehr ein Missstand, wo ich auch immer wieder sage, hey, die Leute, wir produzieren, wir geben Geld aus im Studio, wir arbeiten hart, wir schreiben die Songs, wir müssen auch die Instrumente üben, wir können nicht einfach so spielen. Mhm. Und das ist Arbeit, wie der Bäcker oder der Schreiner auch. Klar. Und dann bin ich sehr dankbar, wenn man mein Album kauft, weil wir reden da irgendwie von 14 bis 20 Franken in der Regel oder irgendwas. Ja, und dann, ja, aber es ist so, also es ist ein stetiger Kampf und bis jetzt geht es auf und irgendwann geht es vielleicht nicht mehr auf. Und das Dilemma ist natürlich, du sagst, okay, mit dem Tonträgerverkauf allein kannst du es fast nicht mehr finanzieren, also sprich, du musst Gigs machen und weil es ja andere Bands auch gibt, die auf eine Art auch Competition sind, oder? Weil die Leute können ja gleichzeitig noch immer an ein Konzert gehen und Wochenende gibt es halt einfach 52 im Jahr, das heisst, du musst eben, du bist dann auch ein bisschen dazu verdammt, auf Achse zu sein, quasi immer auf Tour zu sein. Und dann, wenn du das noch willst, mit Mena und Kimi irgendwie vereinbaren. Gut, also ich kann mir jetzt vorstellen, einer wie du, der hat natürlich auch schon auch noch, du bist ja, wenn du sagst, du kannst von dem leben, du bist selbstständig über dein Zeitbudget verfügende. Also bist du wahrscheinlich manchmal mehrere Tage einfach um King herum, kannst du so sein, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich bin sehr ein geübter Hausmann. Ja. Also meine Frau schafft noch 60%. Ja. Ja. Und ich bin sowieso fix zwei Tage daheim und das genieße ich auch sehr. Und das gibt Wochen, wo ich manchmal vier Tage daheim bin und meine Frau froh ist, wenn es dann wieder mal ein Gig gibt, dass ich wieder mal zum Haus ausgehe. Das ist alles umgestellt, der Koche oder genau, was? Genau. Ja, genau. Und dann gibt es natürlich, dass ich vier Tage gar nicht rum bin und so, aber das ist relativ normal bei uns daheim. Aber es ist natürlich ein Privileg, das ich extrem schätze. Ja, genau. Wo jetzt die andere Seite. Genau, wo nebst dem Finanziellen dann halt das Unbezahlbare, die Lebensqualität. Und das schätze ich natürlich sehr. Genau. Ja. Wenn du jetzt auf der Bank würdest bügeln, dann müsstest du morgen pünktlich vor Ort sein und hättest 5 Wochen Ferien. Hättest mehr Lohn, aber hättest vielleicht nicht wirklich mehr Freude am Leben. Es wird wahrscheinlich schon die scheitern, pünktlich am Ort zu sein. Wie alt sind deine Kinder? Der Kleine ist jetzt 2,5 und die Grosse ist jetzt 6 geworden. 6, also Kindergarten jetzt. Also erste Klasse. Das ist sie, okay. Erste Klasse, also morgen ist schon das Zimmer schon leer. Ja, also es ist schon mal eine weniger. Ja. Und Den kannst du jetzt noch ein bisschen geniessen. Ja, den genieße ich sehr im Moment. Ja. Jetzt in dem Alter, wo man es am liebsten möchte. Ja, eingefrieren. Ja, dass sie so bleiben. Ja. Nein, Schön. Dein Album, Henny, heisst Black and White. Willst du etwas zum Albumtitel sagen? Es ist ja auch, also du siehst ja jetzt hier auf diesem Cover ungleich ein bisschen ernster aus als noch auf dem letzten Album. Ist das auch ein programmatisch für die Songs, die sich dann befinden? Ja, ich glaube schon. Also es ist ein vieles ruhigeres Album, vieles auch wirklich ein nachdenklicheres Album, glaube ich, als das letzte. Das letzte ist halt so ein bisschen Happy Hippo, viele grosse Pop-Songs und so. Genau. Und das haben wir damals auch so gespürt, oder ich im Speziellen. Und jetzt einmal ist es wirklich vielleicht ein Grübli-Album, sage ich mal, wo es auch wieder ein bisschen nachdenklichere Songs hat. Und wir haben auch auf irgendeinen Schnickschnack verzichtet. Wir haben keinen Streicher das erste Mal auf dem Album. Dafür ist die E-Gitarre sehr präsent, finde ich. Ja, die E-Gitarre ist sehr weit vorne, mit wenig Piano, sehr viel E-Gitarre. Der Gregi Heini, der noch bei der Sina spielt zum Beispiel, er ist jetzt neu dazugekommen bei diesem Album. Ja. Und er hat dort, glaube ich, ziemlich den Stempel können aufdrücken. Ja, das finde ich gut aus. Ja. Und wir haben auch so geschafft, dass ich ihm gesagt habe, ich kann die Songs gerne gesagt, mach irgendetwas und bring mal Ideen. Und das ist wirklich sehr viel auf ihm sein Mist gewachsen. Okay. Und ich bin sehr, sehr happy, was er auf dem Album gemacht hat. Und ich habe eigentlich alle meine Musiker, so, wir haben ja auch ohne Produzent gearbeitet. Es hat uns gar nicht mehr irgendwo drin geredet. Also steht ja Produced bei Henrik Feldmann. Genau, ja. Und ich habe einfach meinen Musikern gesagt, spielt das und spürt, so wie wir seit Jahren zusammen Musik machen. Wir machen genau das. Und ich glaube, das hat sich als der richtige Weg erwiesen. Ja. Es ist sehr spielerisch auf dem Album, obwohl es auch dunkle Seiten hat. Aber es ist sehr spielfreudig, Band, mal da kommt der Gitarrist und da wieder ein Pianist. Genau, es gibt viel zu entdecken, finde ich. Genau, und das also, ist sehr wichtig. Es ist auch spärlich instrumentiert, aber trotzdem gibt es relativ viel zu entdecken. Letztes Mal, als wir uns getroffen haben, in Eichholz, hast du mich recht beeindruckt, Henny, weil du mir gesagt hast, ja, das kenne ich natürlich. Vielleicht, als ich aber von Gurten bin, habe ich hier gezeltet und so, und ich so, boah, da muss ich nach Luzern kommen, mir eigentlich im Kanton Bern erklären, oder, dass er schon viel länger und viel früher da in Eichholz war als ich. Und deine Affinität zu Bern hat sich ja jetzt eigentlich auch bei der Produktion ein bisschen ausgestellt. Du bist nämlich beim Henny produzieren oder aufnehmen. Kannst du dem etwas sagen? Ja, es ist eine sehr lustige Geschichte. Henny hat mir Anfangsjahr, ich kenne ihn erst seit
10 Monaten, ja, hat er mir ein Mail gemacht und gesagt, Gott, vertelle jedem huren Club, den ich spiele, mit Halunken, hängt dein Plakat und ich sehe immer dein Gesicht und wir können uns nicht und ich finde eigentlich, du machst huren coole Musik und so und machst so ein bisschen ähnlich wie ich und so. Komm, wir gehen mal zu Nacht essen, einfach lieber Musik schnurren und dann nachher habe ich gesagt, ja, machen wir doch. Dann haben wir uns getroffen in Bern und es ist relativ durch die 16 Nacht geworden und recht lustig gewesen und er hat gesagt, ja, er hat da noch ein Studio, wenn ich mal etwas aufnehmen will. Und dann bin ich noch mal zu ihm, das anschauen und dann haben wir darüber geredet und dann habe ich wie irgendwie gewusst, ja, mal, das muss es das sein. Und wir haben uns vom ersten Tag eigentlich super verstanden. Und das ist aber auch für ihn eigentlich relativ schnell klar gewesen, dass er das nicht produziert, sondern einfach aufnimmt und wir das eigentlich größtenteils selber produzieren. Klar hat er immer seine Inputs noch gegeben und so, was auch sehr cool war. Aber er hat uns, vor allem als Typen, hat er uns extrem viel besser gemacht. Er hat eine gute Stimmung ins ganze Team gebracht. Er hat natürlich auch am Mischpult einen guten Job gemacht. Und das war für uns ein extremer Glücksfall gewesen, dass er mir das Mail geschrieben hat damals, dass er immer meine Fresse, gut Deutsch gesagt, sieht, in jedem Club. Er hat sich das einmal mehr bezahlt gemacht, dass die Plakate aufhängst. Genau. Und natürlich auch eine Stimme hast, eine Musik machst, wo sagen wir, sehr einmalig ist. Klar, jetzt, du hast vorhin gesagt, ja, hallo, ist vergleichbar, aber er macht natürlich Mundart, oder? Also, es gibt, ich finde schon musikalisch gewisse Unterschiede. Also, Henrik Belden ist so einer, gibt es einen in der Schweiz. Also, weißt, das ist sehr schön zu hören, danke. Weißt, deine Stimme, das ist sehr, sehr prägnant. Ja, es ist interessant, weil wir sind mit dem Henny natürlich sehr freundschaftlich, wir sind ja Nachbarn, er macht auch Talks. Du bist da hart konkurrenzieren. Er hat ein rotes Sofa, das haben wir leider nicht. Mit einem geilen Stuhl. Mit einem geilen Stuhl, hey, weiterer Stuhl. Oh, schön. Hey, Krieg hier, schau mal. Genau. Hey, no. Bist du auch schon bei mir auf dem roten Sofa gewesen? Kommt jetzt der so schauen? Ja, es hat mal geheißen, es wäre eine Idee. Ist nicht Teil vom Package gewesen? Nein, das habe ich nicht gerade dazu kaufen. er hat mal gesagt, es wäre eine Idee. Bis jetzt bin ich noch nicht eingeladen worden. Wahrscheinlich bin ich noch zu wenig bekannt. Er hat ja da nur so Edelmais und was hat er noch gehabt? Ja, als Nummer 1 Hits und das also, haben wir noch nicht. Ich finde, wir sollten jetzt ein bisschen unter Druck setzen. Sagen. Also, wenn er sagt, hey, immer in den Gigs und ihr müsst doch jetzt mal etwas machen. Also, Ding ist natürlich das, dass wir einfach auch das nächste Album, wenn es nochmal eins gibt, natürlich nicht mit ihm aufnehmen, wenn er uns nicht auf das Sofa einlässt. Das ist ganz klar. Also, wir müssen nicht explizit jetzt noch erwähnen, aber gesagt ist es gleich und es gilt das gesprochene Wort. Also, du hast eine Gitarre dabei, du hast versprochen, dass du noch eine spielst. Welche hören wir? Tomorrow, das ist der zweite Song vom Album, ganz ruhige, wo vielleicht ein bisschen so auch so stellvertretend fürs Album ein bisschen steht. Und ja, den habe ich ausgewählt. Wunderbar. Darum machen wir heute ein bisschen früher als das letzte Mal einen Punkt, weil wir nämlich das alles in ein einziges Video reinnehmen. Wir bauen schnell ein bisschen um, ein Mikrofon her, ein bisschen gemütlicher Stuhl vielleicht. Ich weiß nicht, ob das geht. Ja, das geht. Geht das gut? Ja. Und dann hören wir den Henrik Belden schon gleich hier akustisch live im DMD2-Studio mit Tomorrow. Vom neuen Album Black and White. Das fünfte Album, Henrik Belden aus Luzern. Hier bei uns im Music Talk. Und das Album kommt raus. Ist schon draussen. Seit dem 4. November. Seit dem 4. November. Also so lange noch nicht. Knappe Woche. Die könnt ihr kaufen, die könnt ihr abladen. Und die könnt natürlich Henrik Belden und seine Männer live sicher erleben. Willst du vielleicht noch die zwei, drei wichtigsten Termine also, ein paar rauspicken? Wir sind schon recht unterwegs. Es sind 15 oder 16 Shows, die schon gebucht sind. Ja, unbedingt. Das ist ja das, was wir am liebsten machen. Und unterwegs sind. Und jetzt im Dezember sind wir im Gurten Uptown. Okay, dann haben wir Plattentaufe am 9. Dezember in der Schür zu Luzern. Dann sind wir noch am Zauberwald in der Lenzer Heide oben. Und also auf www.henrik-belden.ca ist dort alles drauf und dort finden wir alle Gigs. Super, dann machen wir hier einen Punkt. Bleibt dran, wir bauen schnell um. Merci, Henny, bist du da gewesen, wieder mal. Danke, ich durfte da sein. Danke, ciao zusammen.